Martin. Hä? Wenigstens am 24. Dezember kannst du mal mithelfen. Okay. Also wir haben zwar schon Heiligabend, aber so richtig in Weihnachtsstimmung bin ich irgendwie noch nicht ganz. Ja, kann ich verstehen. Wir hatten schon lange keine richtig weiße Weihnacht mehr. Aber weißt du was, vielleicht kann uns ja der Wichtel helfen. Der Wichtel aus dem letzten Türchen. Das könnte sein. Sollen wir einfach mal nachschauen? Gerne. Richtig. Sag mal, was friert ihr zwei eigentlich so? Ihr habt doch gerade mal sommerliche minus 200 Grad Celsius. Das ist auch ungefähr die Temperatur, bei der flüssiger Stickstoff kocht. Der wird hier in diesem großen Tank gelagert. Aber das ist auch nicht das Einzige, was hier groß ist. Und zwar diese beiden großen Schals. Mit denen friert ihr nicht mehr. Oh. Du kennst dich mit Kälte ja gut aus. Vielleicht kannst du uns helfen. Denn es gab so lange keine weiße Weihnachten mehr. Die Temperaturen sind einfach viel zu hoch. Da seid ihr hier genau richtig. Ich bin der Experte im Kristallisieren von Wasser. Kommt, ich zeig euch das mal. Wow, das Wasser in der Flasche war flüssig und sobald es die Eiswürfel berührt hat, ist es gefroren. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Gut erkannt. Normalerweise gefriert Wasser, sobald es auf eine Temperatur von unter 0 Grad abgekühlt wird. Die Eiskristalle können aber nur entstehen, wenn in dem Wasser kleine Verunreinigungen sind, an denen sie haften können. Benutzt man hier wie ich destilliertes Wasser, das sehr sauber ist, können die Eiskristalle nirgendwo haften und das Wasser bleibt flüssig. Selbst bei einer Temperatur unter dem Gefrierpunkt. Und warum gefriert es dann beim Ausschütten? In der Schale hier selber war Eis. Sobald das Wasser aus der Flasche das Eis berührt, haben die Kristalle einen Ansatzpunkt und das Wasser kann gefrieren. Oh, das war ja echt cool! Aber wenn euch das schon gefallen hat, dann wird das, was ich euch als nächstes zeige, für Gefrierbrand sorgen. Hier, nehmt das mal Hause richtig kräftig auf den Tisch. Okay. Stimmt, da sind Eiskristalle in der Flasche. Wie ist das denn jetzt passiert? Durch das Auftreffen der Flasche auf den Tisch ist eine Schockwelle im Wasser entstanden. Dadurch werden manche Wassermoleküle enger aneinander gedrückt. Und das reicht schon aus, dass die Eiskristalle sich bilden können. Das ist ja alles ganz nett, aber Schnee ist das immer noch nicht. Ja, jetzt seid doch mal nicht so festgefroren. Eis ist der Schnee des kleinen Mannes. Außerdem habe ich das doch alles nur hier für euch gemacht. Die Bank friert bestimmt schon bald meine Konten ein. Ja, okay, vielen Dank. Wir nehmen das einfach mal mit. Holt euch keine Erwärmung! Oh, hallo. Hallo. Wir sind
Steffi und Martin und wir spielen Steffi und Martin. Ja, und ich bin keine blutige Anfängerin, sondern ich studiere Physik im Master. Genau, und ich studiere keine Asienwissenschaften, sondern auch Physik und auch im Master. Und wir haben dieses Jahr die Hauptrollen in der Weihnachtsphysikshow gespielt, die wir leider wegen Corona nicht live im Hörsaal für die Erstsemester machen konnten, sondern wegen der leicht auffälligen Episodenhaftigkeit in ein YouTube-Format verwandelt haben. Genau, aufgrund der Pandemie haben wir uns natürlich bei allen Drehs auf die Hygienekonzepte eingelassen und haben alles beachtet. Und wir hoffen, dass das alles so geklappt hat. Wir haben dafür natürlich auch diese coolen Masken bekommen. Aber da wir das natürlich nicht alles alleine gemacht haben, wollen wir an dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank aussprechen an die Leute, die uns dabei geholfen haben. Und zwar das Fabi. Mhm. Der Micha. Micha. Und Chrissy in der Sammlung. Also genau. Micha und Fabi haben die Physik schon gegründet. 2002, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und dann haben wir noch im Sekretariat, in der Theorie, Petra und Patricia, die die Physikshow auch immer tagtäglich mit Organisationen unterstützen. Genau, und dann natürlich auch Henry, unser Director. Hallo Henry. Und Kameramann. Unser wundervoller, fleißiger Kameramann in dieser Show. Sehr, sehr, sehr großen Dank. Dann bedanken wir uns natürlich bei der Post-Production. Genau, alles, was auch immer da alles noch passiert. Schnitt und ähnliche Greenscreen-Sachen. Special Effects. Genau, das haben die Jungs fleißig in der Post-Production gemacht. Und natürlich bedanken wir uns auch bei jedem einzelnen Lichtel, der hier in unserem Kalender aufgetreten ist. Vielen Dank dafür. Genau. Jeder Wichtel hat quasi ein Drehbuch mitgeschrieben und das ist alles ein Gemeinschaftsprojekt. Also vielen, vielen Dank an alle, die irgendwie mitgeholfen haben. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Genau. Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei dem Kalender. Wir hatten ihn auf jeden Fall. Ja. Und wir hoffen auch, ihr habt was gelernt. Ja. Ja, dann wünschen wir euch fröhliche Weihnachten und noch ein paar schöne Feiertage. Genau, und einen guten Rutsch vielleicht auch. Und morgen gibt es sogar noch eine Überraschung. Also vielleicht dann nochmal einschalten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohes Neues! Ich meine, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten gibt es bei uns für... Frohe Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten. Merry Christmas und Feliz Navidad!